Nördlich der Gemeinden Mettingen und Recke auf halbem Wege nach Neunkirchen entstand die Moorsiedlung Rotershausen. Nicht nur Bauern siedelten sich hier an, sondern auch Arbeitnehmer, die hier günstige Grundstücke bekommen konnten, mit einem großen Garten und eventuell in Ippenbüren in der Zeche oder sonst irgendwo in der Umgebung Arbeit finden konnten. Diese Neuansiedlung mitten im Moor war kein Zufall, denn sie fand eigentlich in einem ehemaligen Moor statt. Das Moor war trockengelegt und der aufstehende Torf wurde von mehreren Torfwerken in der Region abgebaut. Eines dieser Torfwerke war die Finther Torfindustrie Sellmann, die ihr Werk etwa auf der Mitte zwischen Mettingen und Neunkirchen hatte. Auf dem Bild sieht man die Beladung des einzigen Zuges des Torfwerkes mit einem Bagger mit Korbgreifern. Der Torf wird in Soden gestochen, gestapelt und getrocknet und kann dann mit Hilfe dieser Korbgreifer in die hölzernen Loren verladen werden. Der Lokführer ist zugleich auch Baggerführer in Personalunion. Hier fährt er entlang der Moorstraße, die nach Rotershausen führt, mit seinem kleinen Zug. Für Torfbahnverhältnisse ist dieser Zug recht kurz, aber die Maschine, diese Dima, ist ja auch sehr schwach und nicht sehr schwer. Auch mit diesem kurzen Zug sind Steigungen für diese Lokomotive ein Problem. Auf den wackeligen Gleisen geht die Fahrt des Zuges an diesem kalten Frühlingstag nur langsam vorwärts. Schritttempo wird wohl erreicht und überschritten. Mit dem Fahrrad hätte man den Zug aber wohl einige Male überholen und fotografieren können. Vorbei geht die Fahrt an dem gestochenen Torf, der in langen Reihen zum Trocknen aufgestapelt ist. Es ist noch viel abzufahren in diesem Frühjahr und Sommer, und die Gleise werden jeweils passend in die einzelnen Reihen hinein verlegt. Die Unendlichkeit der norddeutschen Landschaft zeichnet sich hier schon allein durch die Größe dieses Abbaufeldes aus. Weiter geht die Fahrt durch eine typische Moorlandschaft oder besser gesagt Nachmoorlandschaft. Denn der Torf ist hier schon abgebaut. Ein tiefer Entwässerungsgraben besteht weiter und die für den sauren Moorboden typischen Birken wachsen hier. Der kleine Zug würde in der Landschaft kaum auffallen, wüsste man nicht, dass er dort fährt. Nun muss die Moorstraße überquert werden. Immerhin eine wichtige Verkehrsstraße, sozusagen der Hauptzugang nach Rotershausen. Über diese Straße hoppelt auch mehrmals täglich der Schülerbus. Daher wird auch in gehörigem Abstand vor dem Zug gewarnt. Für ein Andreaskreuz oder gar die Baken hat es hier nicht gereicht. Auch hätte der Zug ja eigentlich keine Vorfahrt an dieser Straße. Allerdings ist schwer vorstellbar, dass diese Fuhre gehalten hätte, wenn in einiger Entfernung ein Auto zu sehen gewesen wäre. Schließlich ist Anfahren mit der kleinen Lok auch bei der geringen Last immer wieder ein Abenteuer. Die Räder drehen durch, es muss Sand gestreut werden, und irgendwann setzt sich das Züglein ruckelnd in Bewegung. Und so dauert die Fahrt des kurzen Zügleins über die Straße
auch etwas länger. Kurz vor der Straße ist ja eine kleine Steigung mit eingebaut, um vom Gelände aus auf die Straßenhöhe zu kommen. Es liegt eine enge 90-Grad-Kurve, die sehr viel Zugkraft vernichtet. Und so sind die Loren in ihren Kupplungen aufs Äußerste gespannt, weil der Schwanz des Zuges doch gewaltig nach hinten zieht. Nicht in 30 Sekunden ist dieser Zug darüber, das dürfte 1 bis 2 Minuten gedauert haben. Weiter entlang geht die Fahrt entlang eines Wirtschaftsweges, der für die erschlossenen landwirtschaftlichen Flächen als Zufuhrstraße dient. Nicht etwa die Bahn wurde irgendwann der Bequemlichkeit halber neben diesem Weg verlegt. Nein, der Weg wurde der Bequemlichkeit halber wohl neben der bestehenden Bahn verlegt. Denn vor der Bahn gab es hier nichts, was einen Weg gelohnt oder gerechtfertigt hätte. Die Fahrt über die schaukeligen Gleise dauert jetzt schon geraume Zeit. Die Loren sind nicht bis zur obersten Bordwand hin beladen. Dann wäre der Zug wohl etwas zu schwer geworden. Schwer werden aber wohl nach einiger Zeit die Beine des Lokführers. Denn die Fahrt dauert lange und irgendwann einmal werden auch die Seemannsbeine, die ein Feldbahnlokführer sich unwillkürlich angewöhnen muss, halt müde. Nur ist der Sitz der Dima alles andere als bequem. Weiter geht die Fahrt und wieder muss ein Weg überquert werden, dieser einfache Wirtschaftsweg. Der Lokführer widmet dem wohl erhöhte Aufmerksamkeit, aber sein besonderes Augenmerk gilt dem Verhalten der Loren in der Kurve. Wird eine davon etwa aus dem Gleis geworfen? Oder kuppelt sich der Zug in der Mitte vielleicht ab? Wer weiß. Eine besondere Warnung vor dem Zuge durch Schilder ist hier nicht notwendig. Zum einen kann man den Zug schon kilometerweit sehen, wenn man auf dieser geraden Straße fährt. Und zum anderen ist eigentlich nicht so ganz sicher, ob hier auch jeden Tag wirklich einmal ein Fahrzeug vorbeikommt. Und hier kann man die Berechtigung der besonderen Aufmerksamkeit des Lokführers auf seinen Zug verfolgen. Hinter dem Bahnübergang geht es bergab. Und auf dem Bahnübergang ist schon der eigentliche Knick. Und solche Knicke sind gefährlich. Sie führen zu Entgleisungen und Entkupplungen. Auch muss der Zug hier hinten nachgezogen werden, um auf Straßenhöhe zu kommen, während vorne die Loren schon nach vorne drängen. Das belastet die Kupplungen in besonderer Weise. Da kann es schon mal zu einer Zugtrennung kommen. Die Abbaustelle, an der der Torf gestochen wird, ist weit vom Werk entfernt. Und hier ist auch der Grund erkennbar. Der Torf rund um das Werk ist längst abgebaut. Das Land ist kultiviert. Mit Tiefpflügen und Sanden wurde eine anbaufähige Fläche erreicht, die mit Hilfe von Kunstdünger Erträge bringt. Und so muss der Zug, nachdem er die Abbaustelle im Moor und das Moor verlassen hat, zunächst einmal durch eine Kulturlandschaft fahren, um das Werk zu erreichen. Auch auf diesem Streckenteil geht die Fahrt nur sehr langsam vorwärts. Ansätze der modernen Landwirtschaft oder nein, die moderne Landwirtschaft ist aber schon zu erkennen. Auf dem Feld rechts der Lok wird wohl Mais ausgesät werden oder ist schon ausgesät. Für die großen Traktoren unserer Zeit allerdings ist dieser Feldweg hier links von der Lok wohl weniger geeignet.
und auch die Feldgrößen scheinen noch recht bescheiden zu sein. Hier wurde das Land verteilt in einer Zeit, als noch Kleinbauernstellen eingerichtet wurden und Bauern mit 5 Hektar ihr Land nehmen konnten. Land nehmen entlang der Trasse, das konnten sich wohl auch Mitarbeiter des Torfwerkes. So konnten sie den spärlichen Lohn eines Moorarbeiters durch Naturalwirtschaft etwas aufbessern. Die Pflanzen in den kleinen Beeten gedeihen sehr gut, weil sie ständig gehegt und gepflegt werden. Notfalls auch mit einem kleinen Zwischenhalt des Zuges. Ein Viertelstündchen Zeit zum Unkrautrupfen ist da wohl immer. Das genutzte Land gehört zur Bahntrasse des Torfwerkes und damit ist es im Eigentum des Torfwerkes. Und dieses Torfwerk hat das ansonsten nutzlose Land wohl den Mitarbeitern kostenfrei zur Verfügung gestellt. Sowohl das Torfwerk als auch die Kleingärtnerei zum Zwecke des Lebensunterhaltes sind inzwischen wohl Geschichte. Die Siedlung Rothershausen verdient aber ihre Entstehung durch die Kultivierung dieses Moores, das ohne diese kleine Bahn so nicht möglich gewesen wäre.